Kapitel 3 – Aprikottieren der Robbenteile. In diesem Kapitel werden wir unsere Robbe aprikottieren. Dieses Verfahren gibt unserer Robbe ein fruchtiges, wohlschmeckendes Aroma und hilft außerdem später der aufgetragenen Kuvertüre den notwendigen Glanz zu verleihen. Dafür brauchen wir 250 Gramm passierte Marmelade und einen Kochtopf. Wichtig ist, dass wirklich passierte Marmelade verwendet wird, das sonst nicht richtig aprikottiert werden kann. Als Utensilien verwenden wir einen Löffel, ein Streichmesser und einen herkömmlichen Pinsel. Diesen bekommen Sie in Supermärkten oder Mahlgeschäften. Es ist wichtig zu beachten, dass der Robbenkörper auf der Schablone sitzt und dass alle Teile auf einem Backgitter liegen, damit später die Kuvertüre oder Kochschokolade besser ablaufen kann. Wie aprikottiert wird und wo dieses Verfahren noch eingesetzt wird, erfahren wir jetzt von Anita. Ja, wir aprikottieren jetzt unsere Robbe mit heißer Konfitüre. Wir brauchen dazu eben einen Kochtopf und bitte ganz wichtig, passierte Marmelade, passierte Konfitüre. Es dürfen hier keine Fruchtstückchen drinnen sein, keine Samenstückchen drin sein. Also es muss wirklich ganz eine glatte Marmelade sein. Und die soll ziemlich heiß werden. Einschalten und jetzt werden wir das erhitzen. Beim Erwärmen von Marmelade, Konfitüre ist ganz, ganz wichtig, dass man dabei stehen bleibt und öfters umrührt, weil eben sich die Marmelade, hat ja sehr viel Zucker drinnen, die Marmelade anbrennt, sich anlegen kann und dann hat man einen unangenehmen Geschmack, es schmeckt verbrennt und das wollen wir nicht. Also darum wirklich dabei stehen und wirklich rühren, damit sich das nicht an den Kochtopf anlegen kann. Die Robbe haben wir ja bereits auf unserem Backgitter. Da nehmt euer Backgitter von eurem Backofen und legt das drauf, weil wir werden sie hier aprikottieren, hier über mit dieser heißen Marmelade bepinseln mit einem Backpinsel und dann ist sie auch schon drauf. Man muss sie dann nicht mal noch einmal hin und her bewegen, dann für das Glasieren mit Schokolade. Das dauert jetzt natürlich ein bisschen, bis unsere Marmelade wirklich heiß ist. Ganz wichtig ist, dass eben die Poren mit dieser heißen Marmelade verschlossen werden. Die Marmelade ist ja heiß und wenn sie dann auf den Kuchen kommt, verschließen sich die Poren und trocknet. Und das ist wichtig, damit dieser Überzug eben trocken ist und diesen Vorgang nennt man Aprikottieren. Wir müssen aber auch unsere Pfötchen aprikottieren, also alle Teile müssen aprikottiert werden. Wenn man eine Sachertorte macht, ist das ganz der gleiche Vorgang auch, die muss auch vorher aprikottiert werden. Tut sich da noch nicht sehr viel. Ich werde mal schauen, ob das schon passt. Ja, sie wird schon warm. Unsere Marmelade, unsere Konfitüre, ihr könnt das machen mit jeder Marmelade. Ich nehme hier Marillenmarmelade, ihr könnt aber auch ein Johannisbeergelee nehmen, ihr könnt ein Zwetschgengelee nehmen, Apfelgelee nehmen. Wichtig ist, dass sie erhitzt wird und dass sie dann eben aufgetragen wird auf das Backgut und auch nicht zu viel, also wirklich nur eine Schicht. Ich kenne den Ofen nicht recht gut, aber es wird schon. Ja, ganz wichtig eben, dass alles ohne Brösel da oben ist, auch auf dem Backgut, weil jedes Brösel, jede Unebenheit würde man dann sehen, wenn man die Robbe oder eben die Sachertorte glasiert, weil dann sieht man das, weil die Schokolade ist ja glatt und
wenn da so ein Brösel ist, dann sieht man eben diesen kleinen Abdruck vom Brösel. Darum ist wichtig, dass eben alles schön befreit ist von Bröseln. Ja, es fehlt nicht mehr viel. Die Marmelade wird schon schön warm, heiß, sie kann wirklich fast kochen. Also da keine Angst, wenn es sagt, boah, die kocht ja schon. Es ist kein Problem. Bitte jetzt nicht versuchen, die Marmelade zu probieren. Man würde sich extrem den Mund verbrennen und das lieber nicht machen. Ja, wenn man die Marmelade oder die Konfitüre erwärmt, wird sie ja automatisch wieder flüssiger. Das ist eben dieser Vorgang. Wenn sie dann wieder erkaltet, zieht sie sich wieder zusammen und wird wieder fester. Da schauen wir noch ein bisschen, da geben wir noch ein bisschen mehr Power. So, das müsste dann schon bald soweit sein, um unsere Robbe zu aprikotieren. Aprikotieren ist eben dieser Ausdruck, dieser Fachausdruck. Ja, und wenn wir da jetzt schauen, fängt die Marmelade schon zum Blubbern an. Und so brauchen wir sie jetzt. Wir geben sie jetzt da weg, stellen sie auf unsere Ablage und gleich anfangen mit der oberen Fläche. Und ihr seht, es geht wirklich ganz einfach. Die Poren werden jetzt verschlossen und die heiße Marmelade, die heiße Konfitüre trocknet jetzt am Kuchen. Und wie gesagt, das brauchen wir eben, damit die Glasur dann problemlos abfließen kann, dass wir sie dann wirklich schön glasieren können mit der Schokoladeglasur. Ich fange immer bewusst oben an, weil durch den Pinsel eben oft dann auch doch ein paar Kuchenreste kleben bleiben. Und es ist jetzt auch nicht so ein Problem, wenn jetzt da Marmelade, heiße Konfitüre darunter rinnt. Oder wenn man jetzt da eben die Sachen da bekleckert, wir können ja das dann noch einmal putzen. Und wie gesagt, es ist euch überlassen, wie ihr es macht. Ich mache es so. Wichtig ist, dass sie aprikotiert ist. Das ist wichtig. Und ich gebe euch ja meine Tipps, meine Erfahrungen weiter. Und ihr werdet sehen, es ist wirklich keine schwierige Arbeit, das zu machen. Hier im Topf habe ich circa 150 Gramm von dieser Marmelade. Also ein Glas hat ja circa 250 Gramm Inhalt drinnen. Und 10 Decker circa haben wir gebraucht oder 100 Gramm haben wir gebraucht für das Bestreichen des Bodens. Also für die Fülle. Und ja, jetzt schaue ich einmal, ob alles schön aprikotiert ist. Es wird auch natürlich das Backgut, es glänzt. Und dieses Aprikotieren wird sehr gerne verwendet, auch bei Germteiggebäcken, wenn man zum Beispiel Schnecken macht, Nussschnecken, Mohnschnecken, überhaupt einen Germkuchen, einen Reindling. Das tut man in Österreich sehr gerne aprikotieren. Erstens schaut eben das Backgut dann optisch glänzend aus, beziehungsweise schmeckt es auch gut, weil ja doch die Marmelade säuerlich ist und
ja, das ist einfach auch optisch und auch geschmacklich ein Vorgang, den wir gerne machen bei unseren Germteig-Produkten. Auch am Blunder kann man aprikottieren. Also das ist wirklich eine Sache, die was man bei vielen Kuchengebäcken machen kann. So, unsere Pfötchen haben wir auch aprikottiert. Und wie ihr sehen könnt, ist es wirklich eine schnelle, einfache Arbeit und nicht so schwierig. Und jetzt ist unsere Robbe fertig, aprikottiert und wir kommen zum Glasieren. Das Glasieren zeige ich euch auch Step by Step. Und ja, wir kommen gleich dazu.